Servus, Grüezi und Hallo. Es geht um dieses hübsche Teil. Und zwar, das ist mein Sommer-EDC. Ursprünglich ist das eine Tasche, die stammt, wenn ich es richtig verstehe, von der NVA. Und darauf aufmerksam geworden bin ich durch den Kanal von Malte Christine Tinnes. Die hat da nämlich ihren ganzen Outdoor-Kram drin organisiert und ich fand die Tasche schon im Film recht hübsch, im Video und in Natura eigentlich noch viel mehr. Habt ihr dann gefragt, ja, wo hast du her? Und sie hat mir dann den Shop gegeben, der Lagermaulwurf. Der vertreibt die für sage und schreibe, ich habe 5 Stück davon gekauft, weil er verkauft 5 Stück für 5,55 €. Das heißt, die einzelne Tasche kostet mal gerade 1 € und das ist sie also auf jeden Fall rundum wert. Mein einziges Problem ist, ja, Amazon eigentlich bestelle ich da aus Prinzip nicht, weil wenn nur die Hälfte von dem stimmt, was in den Medien über den Laden berichtet wird, dann geht das gar nicht. Aber der Shop vertreibt halt nur über Amazon, da ist dann leider auch nichts zu machen und woanders habe ich die Taschen noch nirgendwo gesehen. Mit der NVA, da bin ich mir deswegen nicht so ganz sicher, weil es eben nicht dieses berühmte Strichtarnmuster ist, aber wie dem auch sei, die Taschen sind ausgesprochen hübsch, finde ich. So, jetzt gucken wir mal, wie die ursprünglich aussehen, nämlich ursprünglich haben die hier eine Unterteilung. Beides sollen Magazintaschen sein. Das kann man sich auch ungefähr vorstellen, wenn man sich diese 3 Fächer hier anschaut. Pistolentasche glaube ich weniger, weil ich wüsste nicht, wo dann da noch eine Pistole Platz finden sollte. Aber aus der Ecke kommt es auf jeden Fall. Hier in diesem Fach ist nämlich noch etwas drin, ja, nicht zwingend bei allen Taschen, bei 3 von 5 war es drin, nämlich dieses Teil, das ist, wenn ich das richtig sehe, für die Reinigung von Kurzwaffen. Also hier eine Bürste und dann kann man hier in den Lauf rein. Man kann auf dieses Teil Stoff oder Watte oder was auch immer mit Öl dann in den Lauf einführen. Auch das finde ich logisch. Und an diesem Bändel hier hängt noch eine kleine Dose. Diese kleine Dose weiß ich nicht ursprünglich. Jetzt die ist leer, aber ich kann mir vorstellen, dass, weil hier auch eine Dichtung drauf ist und Bakelit verwendet wurde, dass das für ja, diese mit Öl getränkte Watte oder Stoff ist. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall jetzt für meine Zwecke nicht unbedingt nötig, aber schön, dass es dabei ist. Vielleicht findet sich ja irgendwann mal eine Anwendung. So. Was habe ich also gemacht? Ich habe, weil ich für meine Zwecke jetzt diese Einteilung nicht brauchte, diese 2 Stege aus Stoff rausgemacht. Das geht ganz gut mit entweder so einem Auftrennwerkzeug. Das gibt es in der Kurzwarenabteilung im Kaufhof oder auch im Handarbeitsladen. Kostet 3-4 €. Also nichts Wildes. Damit geht das oder sogar noch besser mit einem ganz normalen Messer. Ich mache dann einfach hier auf der Rückseite die ersten 2-3 Stiche auf und dass ich ein bisschen Platz habe zum Arbeiten und gehe dann flach mit dem vorderen Teil des Messers hier zwischen die beiden Stoffteile, da wo die Naht ist, und trenne die vorsichtig auf. Wenn man das Messer parallel zum Stoff führt,
dann schneidet man sich auch nicht den Stoff kaputt. Das ist genau dasselbe. Ich kann jetzt auch ganz einfach über meine Hand ziehen, ohne dass ich mich schneide, passiert nichts, obwohl das Messer sehr scharf ist, weil das muss es zumindest hier in dem Bereich, der dann zum Einsatz kommt, auch sein. Die zwei Stege also rausgetrennt und hier, das sieht man jetzt nicht so unbedingt, ist aber ziemlich lästig, weil man hier immer beim Beladen des Fachs daran hängen bleibt. Da sind noch zwei Lederschlaufen, die kann man auf die gleiche Weise auch hier ganz locker von außen raus machen, indem man einfach die Naht auftrennt und fertig. So, damit ist diese Tasche dann fertig. Dieses Bändel, das habe ich drin gelassen und da zeige ich dann auch nachher, warum. Das ist nämlich gar nicht schlecht. Hier sieht man schon wieder, da hängt man an diesen verdammten Lederbändern. Das ist irgendwie blöd gemacht, aber ansonsten alles sehr praktisch. So, die Taschen an sich müffeln jetzt gar nicht mal so besonders, wie man das üblicherweise so von irgendwelchen Syroplus- und Militärsachen kennt. Ich habe sie trotzdem nochmal gewaschen und habe sie dann zum Trocknen hier von innen mit Holzleisten gespannt, dass die wieder ihre ursprüngliche Form kriegen. Ansonsten eingelaufen ist da nichts. Auch den hübschen Lederriemen hat es nicht geschadet. Die habe ich dann noch mal ein bisschen nachgefettet, aber ansonsten war da nicht weiter viel zu beachten. So, was ist also drin? Wie gesagt, das ist ja mein Sommer-EDC und die Überlegung ist die Sommer. Ich habe normalerweise ein EDC, das hängt so am Gürtel und da hängt dann noch der Schlüsselbund mit dran. Das hat sich auch jetzt sehr bewährt, aber ich habe dann natürlich Taschenlampe, Messer dran, habe aber schon dann gerne in der Jacke noch ein größeres Messer, eine größere Taschenlampe. Wenn ich aber im Sommer keine Jacke anhabe, dann fällt das natürlich ersatzlos weg. Deswegen musste ich mir da was anderes einfallen lassen und vor allen Dingen habe ich in der Jacke ja auch kein Portemonnaie und auch das Portemonnaie und das Handy und da fehlt mir dann auch irgendwie der Platz für und wenn man dann noch, je nachdem was man für eine Hose anhat, ist das erst recht problematisch. Also das Teil, wo jetzt früher mal drei Fächer waren, ist jetzt nur noch eines und da passt wunderbar rein, Handy und Portemonnaie. Da unten drin ist noch ein ganz normales Feuerzeug, weil das gehört bei mir auch irgendwie zum EDC immer dazu. Das ist hier in diesem Mäppchen, aber das Teil hatte ich schon mal in einem anderen Video vorgestellt, sage ich jetzt nichts mehr weiter zu. Und hier ist, damit der Schlüsselbund irgendwo Platz findet und nicht rausfällt, wenn man mal durch die Gegend läuft und vielleicht sich etwas mehr bewegt. Da habe ich mir hier eine kleine Lederschlaufe dran genietet und dann kann ich den Karabiner hier ein- und aushängen und der Schlüsselbund findet dann hier unten einfach Platz. So, im Prinzip das gleiche drin und dran, nur halt etwas größer wie an dem Keychain EDC oder Schlüsselbund EDC. Kugelschreiber, nichts weiter Abenteuerliches, ganz normaler Kugelschreiber, der steckt hier, bei dem brauche ich auch immer. Und hier wird es ein bisschen spannend, weil erstens versteckt sich hier ein Messer, dieses habe ich auch schon mal vorgestellt, das ist ein Olfa Cutter oder Kiridashi, so ein Zwischending. Ich finde das richtig schön. Und ja, dann habe ich mir noch da so ein Bändel dran gemacht. Und das Ding ist eben nicht nur schön, sondern eben auch ausgesprochen scharf. So. Und
Jetzt kommt es. Hier habe ich zwar auch ein Bändel dran, so dass ich diese Lasche nicht unbedingt bräuchte, aber wenn man kein Bändel am Lanyard, kein Lanyard oder Bändel an der Taschenlampe haben möchte, dann kann man hier einfach so ziehen und dann sitzt hier unten in dieser Tasche sitzt die Taschenlampe. Das ist jetzt eine Ledlenser SL220, also aus der, na, ich würde nicht sagen preiswerten Linie. Das ist schon Ledlenser, üblich gut verarbeitet und in diesem schönen Design, hat aber eben den Zoom nicht, den ich sowieso nicht mag. Grund, warum ich diese Lampe gekauft habe, weil so viel teurer sind dann andere Ledlenser in der Größe auch nicht. Aber ich wollte halt keinen Zoom, deswegen dieses Modell. Und ich habe keine 1000 Einstellmöglichkeiten bezüglich Helligkeit und Stroboskop. Und brauche ich auch jetzt alles nicht. Das Ding kann also nur ein. Na, jetzt ein. Und aus. Hat eine AAA. Double-A-Batterie. Ja, ansonsten von der Verarbeitung her, wie bei Ledlenser üblich, super. Ich habe die Gewinde noch gefettet, die O-Ringe gefettet. Das Einzige, was aber bei allen Ledlenser-Lampen Murks ist, das ist der Ring. Wenn man da ein Lanyard dran macht und etwas kräftiger zieht, dann hat man in der einen Hand das Lanyard und in der anderen Hand die Taschenlampe und der Ring liegt irgendwo in der Gegend und ist kaputt. Aber man weiß sich ja zu helfen. Hier habe ich einen kleinen Schlüsselring genommen, wie er bei den Dorinox-Messern dran ist. Und die gibt es als Ersatzteile, kosten 50 Cent und damit hat man jetzt auch an der LED-Lenser-Lampe ein Lanyard stabil dran. Ja, und nach Gebrauch kommt das dann hier so wieder rein. Dann kommt das Messer oben drauf. Dann dient diese Lasche übrigens dazu, dass das Messer und die Taschenlampe nicht allzu sehr aneinander reiben und sich gegenseitig verkratzen. Ja, dann packt man hier die beiden Lanyards raus und durch diese zusätzliche Tasche, durch den zusätzlichen Verschluss, sind dann Messer und Taschenlampe auch noch zugriffssicher untergebracht. Ja, und selbst hier, wo man dann eigentlich nur eine Lasche öffnen müsste, um die Tasche aufzukriegen, aber ich sag mal, jetzt musst du erstmal, wenn du klauen willst, erstmal die Lasche aufmachen und dann irgendwo da unten rumfummeln, bis du das Portemonnaie hast. Wenn man das weiß, ist das einfach, aber wenn nicht, so für einen Taschendieb, wo es schnell gehen soll, ist das schon ein Problem, da sucht er sich besser den Nächsten, der das Portemonnaie einfach hinten in der Hosentasche hat. Das ist auf jeden Fall dann viel, viel einfacher. Ja, wie gesagt, ehemals NVA, angeblich, die beiden Seiten verlinke ich unten, einmal den Shop vom Lara Maulwurf und die Seite von der Waldfee Christine Tinnes. Schönen Gruß. Ja, und nochmal, wie gesagt, normalerweise kaufe ich nicht bei Amazon und das sage ich auch wirklich gerne und vielleicht hat das Video dann schon damit seinen Zweck erfüllt, dass ich da mal meinen Ärger wieder mal abgelassen habe über diesen Laden. Das ändert aber nichts daran, dass es mir das wert war, weil ich die Tasche einfach schön, praktisch finde, macht mir viel Freude im Moment und ja, danke fürs Zugucken und tschüss.